Hier werden sie gepresst. Über 2000 Strohballen für das größte strohgedämmte Gebäude Süddeutschlands. Haus St. Wunibald. Das neue Mehrzweckgebäude der Benediktinerabtei im bayerischen Plankstetten wird neben Gästezimmern auch die Pfarrverwaltung und einen Kindergarten beherbergen. Die Baustrohballen auch vor Ort aus den eigenen Großballen produzieren zu lassen, wurde die frisch entwickelte mobile Umpressanlage der Firma Sonnenklee aus Österreich zum Kloster gebracht. Wie es zu der Entwicklung der Maschine kam und wie sie funktioniert, erklärt Reinhard Appeltauer, der technische Leiter der Firma Sonnenklee. Naja, die Idee war, dass man mit der Technik zum Kunden, zum Aufkommen des Strohs kommt und nicht unbedingt jetzt das Stroh, das man dann als Dämmstoff verwendet, quer durch das Land transportiert. Das war eigentlich der Grundgedanke dafür. Im vorderen Bereich der Anlage werden die Ballen aufgelegt, also Quaderballen, wie wir sie im Hintergrund sehen, oder auch Rundballen, je nachdem in welcher Form die Strohballen eben vorhanden sind, und werden im Prinzip aufgelöst. Der nächste Punkt, das wäre das rote Gerät, ist eine Strohreinigungsanlage. Dort wird der Stroh aufgelockert, von Staub und Fremdkorn, also Restkornanteil noch befreit. Das heißt, wir haben dort noch eine Reinigungsstufe eingebaut. Hier vorne der schwarze Kasten, das wäre eben die Staubabsaugung, damit eben dementsprechend auch die Arbeitsbedingungen optimal sind und der Feinstaub gleich aus der Luft eben gefiltert wird. Ja, und dann kommt es im Prinzip in den ursprünglichen Pressbereich. Diese Presse kann eben, wie gesagt, unterschiedliche Ballenformate herstellen, drei unterschiedliche Ballenformate, und natürlich ist die Ballenlänge auch elektronisch stufenlos verstellbar.